Es ist eigentlich nur ein Hag. Und trotzdem ist der etwas ganz Besonderes. Es ist der Hag, der zu Rümlang direkt an der Piste vom Flughafen steht. Darum zieht der Hag jeden Tag Dutzende von Flugzeugbegeisterten an. Hier haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, in die Nähe zu schauen. Und es ist ein bisschen natürlicher, hier wieder auf der Rampe im grossen Flugplatz vorne. Ja, einfach von den Flügern her. Ich interessiere mich einfach für Flügern. Hier auf der Rümlanger Seite des Flughafens versuchen sie sich einen ganz speziellen Blick auf die Starts und Landungen zu erhaschen. Damit der Blick nicht nur durch den Maschendraht möglich ist, hat es extra Gucklöcher, zum selber durchschauen oder für den Frotti-Apparat. Hobbyspotter ist jetzt zu viel, aber vielleicht etwa mal eins im Jahr ein bisschen schauen. Fliegt bei dir mal, also von dort her. Ja, Hobbyspotter ist übertrieben. Nicht nur aus der Schweiz kommen Besucher aber an Haag. Gerade mit Tisch, Stuhl und einem Haufen Proviant bewaffnet, ist die Familie Thalmann aus Stuttgart angereist. Der Besuch am Haag ist für sie seit vielen Jahren Fixpunkt auf der Heimreise aus den Ferien. Wir sind normalerweise in Frankfurt Airport, aber hier ist man sehr nahe dran. Es kommen zwar wesentlich weniger Flugzeuge, aber dafür der Sound des wie vorhin beim A330. Das kann man so nicht beschreiben, das ist ein Gefühl. Das ist einfach wunderbar. Und während die Männer am Flugzeug beobachten sind, sorgen die Frauen fürs Mittag. Aber auch sie sind grosse Flugzeugfans und genießen den Besuch an der Piste. Es gibt für die flugzeugbegeisterte Familie Thalmann halt fast keinen schöneren Ort für ein Picknick. Das doch schon, aber jetzt haben wir halt heute mal Flughafenausfahrt. Gegen Mittag, wenn dann die grossen Maschinen Richtung Übersee starten, finden die vielen Fotoapparate davon klicken und die grossen und kleinen Flugzeugfans bekommen leuchtige Augen. Besonders dann natürlich, wenn der Airbus A380 von der Singapore Airline Richtung Himmel steigt. Eigentlich überwältigend, wenn man die grosse Masse sieht, die hier hochgeht. Und wenn man ihm zuschaut, hat man das Gefühl, er geht jetzt gerade runter, so wirkt es langsam. Das ist also wahnsinnig beeindruckend. Ja, er geht sehr langsam auf und ja, die Flügel sind ja nicht wie so wäuelt und so. Ja. Also ich habe es schön gefunden und es sieht sehr schön aus, um zu schauen, wie der startet. Und er meint, er fliegt sehr langsam ab, aber er fliegt sehr schnell ab. Nach dem Airbus A380 wird es wieder ruhiger am Haag und Familie Thalmann aus Stuttgart ist beim Kaffee angelangt. Obwohl sie bei ihren Besuchen schon einen Haufen Starts und Landungen gesehen haben, war dieser Ausflug auf dem Flughafen Zürich einer der besten gewesen. Ja, das war wunderbar. Es ist ein Wunder, dass 500 Tonnen eigentlich in Duft fliegen. Und wieder einmal einen am Haag sein und selber mit dem Flugzeug Richtung Süden abheben, das ist wohl der häufigste Gedanke hier am Haag. Der Rümlanger Haag, der eben für einen ganzen Haufen Flugfans nicht einfach nur ein Haag ist.